Ja, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur offiziellen Pressekonferenz nach dem Spiel. Zu Gast wie immer die zwei Cheftrainer, zu meiner Linken Dietmar Hirsch von KSV Hessen-Kassel und zu meiner Rechten unser Cheftrainer Michael Fink. Endstand 2 zu 2. Ja, Dietmar, wie fällt dein Fazit aus? Achso, Entschuldigung, klar. Okay, jetzt. Ja, hallo zusammen. Ich bin vom Ergebnis natürlich total enttäuscht, auch wenn wir hier 0-2 zur Halbzeit hinten lagen. Aber speziell die erste Halbzeit war natürlich eine Vollkatastrophe von uns. Wir konnten erstmal nicht, damit sind wir nicht zurechtgekommen, dass der Gegner ein bisschen umgestellt hat auf Dreier-Fünfer-Kette. Das haben wir dann versucht intern zu lösen. Trotzdem war es auf der einen Seite gut, auf der rechten Seite bei uns war es nicht gut. Dann gehen wir durch eine Standardsituation in Rückstand, wo wir einfach geschlafen haben. Also wir haben eine klare Zuordnung. Der Ball war danach nicht ganz gut geklärt, sodass wir ganz klar vereinbart haben, dass wir, bis wir ganz klar geklärt haben, am Mann bleiben. Und so frei darf man natürlich keinen Stürmer oder keinen Spieler in der Hessenliga frei zum Kopfball kommen lassen. Beim zweiten Tor Abstimmungsprobleme der beiden Innenverteidiger, die sich noch gegenseitig umrennen. Und so haben wir durch individuelle Fehler das 0 zu 2 kassiert und haben dann in der ersten Halbzeit noch umgestellt taktisch auf zwei Stürmer erstmal. Die Außenbahnspieler mussten dann auch unheimlich viel nach hinten arbeiten, aber das haben sie gut gemacht, sodass wir dann auf den Gegner reagieren konnten, was wir vorher nicht geschafft haben. Und ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir Moral bewiesen. Ich glaube, wir haben den Gegner dann viel bespielt. Der Gegner wurde, glaube ich, nachher richtig müde und wir hätten mit ein bisschen Glück sogar noch das 3-2 machen müssen. Aber ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit wäre es wahrscheinlich nicht ganz verdient gewesen, weil da war Hanau uns überlegen und durch die individuellen Fehler haben wir es dem Gegner dann auch leicht gemacht. So müssen wir mit dem Punkt leben, der uns natürlich mit unseren Ansprüchen, uns da oben irgendwo festzusetzen, nicht hilft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Tito. Eine Frage zu der Auswechslung in der 35. Minute. Nasuf zu College für Sanchez. Hat das taktische Gründe gehabt, oder? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe Marco David dann von der rechten Seite, er war eigentlich offensiver Mittelfeldspieler oder rechts außen in der Offensive. Er hat das aber nicht so gut nach hinten verteidigt wie Jon Mogga auf der anderen Seite, der unheimlich viel gelaufen ist, die Seite links hoch und runter, hat er auch nachher das Tor gemacht und hat sich dann für eine sehr gute Leistung belohnt. Und so Marco David durch sein Tempo habe ich ihn als zweiten Stürmer gesetzt und habe dann Buki, also Sokolic, eingewechselt, der das dann auch taktisch sehr gut gemacht hat. Und ja, es war wirklich nur taktisch. Der Gegner hat mit drei Leuten aufgebaut, mit drei Spielern. Und wir wollten mit zwei Stürmern anlaufen, die Viererkette gegen drei Offensive. Und die Außenspieler aus der Fünferreihe dann, die wurden dann von unseren Außen genommen. Und im Mittelfeld waren wir praktisch 2 gegen 2. Ich glaube, das hat für uns dann besser funktioniert. Vielen Dank, Timon. Ja, Michael, wer ist die erste Halbzeit gewesen? Badi getroffen, Tim Franz getroffen, wunderbares Spiel gemacht. Zweite Halbzeit haben wir uns leider ein wenig an den Lohn gebracht. Trotzdem 2 zu 2, für den Zuschauer ein Riesenerlebnis gegen den großen KSV. Als Aufsteiger 2 zu 2 zu spielen, doch bist du eigentlich total geladen. Bitte dein Fazit. Daran erkennt man einfach, dass du bis zur letzten Sekunde mit Ehrgeiz einfach dabei bist. Ja, ich bin enttäuscht, dass wir hier nicht 3 Punkte mitgenommen haben, sondern nur einen. Weil ja, in der ersten Halbzeit ist, glaube ich, alles aufgegangen, taktisch auch, was wir uns vorgenommen haben, was wir besprochen haben. Waren auch verdient mit 2-0, glaube ich, in Führung. Haben kaum eine Torschuss auch zugelassen. Haben es gut gemacht. Gute Umschaltmomente gehabt nach vorne auch. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, war es bis zum Anschlusstreffer auch so, dass aus dem Spiel heraus nicht so viel zugelassen wurde. Und dann natürlich mit dem katastrophalen Fehlpass, ich sag mal, in der eigenen Hälfte einen 30 Meter Querpass zu spielen, dem Stürmer in Lauf, der dann alleine 30 Meter aufs Tor läuft, ist natürlich katastrophal. Ja, und damit haben wir, glaube ich, den KSV Kassel dann wirklich aufgebaut. Und von der Sekunde an, von dem Anschlusstreffer, war es so, dass sie wirklich sehr, sehr viel Druck erzeugt haben. Da sieht man auch dann natürlich, dass sie eine sehr gute individuelle Qualität haben, die einzelnen Spieler, haben uns dann wirklich keine Ruhepause gegönnt. Und wir haben es aber auch sehr schlecht gemacht, was das Umschaltspiel angeht, was in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert hat in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr funktioniert. Wir hatten
in der ersten Reihe oder in den ersten zwei Reihen viel zu viele Fehlpässe oder Ballverluste, die unnötig waren. Hatten ja auch nochmal Situationen, wo wir wirklich 3 gegen 3 dann auf das Tor zugegangen sind und es schlecht ausgespielt haben. Ja, und dann wird der Druck natürlich von so einer Mannschaft schon groß. Und ich glaube, dass dann auch verdient das zweite Tor gefallen ist. Und am Ende musst du dann sogar noch glücklich sein, dass du hier noch einen Punkt mitnimmst, weil du den Gegner, wie gesagt, mit dem ersten Gegentor einfach extrem aufgebaut hast. Und das ärgert mich so am meisten, weil ich natürlich schon erwarte von den Spielern, insbesondere von denen, die reinkommen, die frisch sind, dass sie sich zu 100% hier reinhauen und die eigentlich die Impulse setzen müssen in den Momenten, wo sie reinkommen und nicht die Spieler, die schon 60, 70 Minuten auf dem Feld stehen. Und das war von dem einen oder anderen eben zu wenig. Und das ärgert mich insbesondere, weil wenn man gegen KSV Kassel führt und dann reinkommt und nicht alles abruft oder zumindest hat es so den Anschein gemacht, dann muss ich mich schon fragen, warum das so ist. Und dann muss der eine oder andere sich auch mal selbst hinterfragen und dann eine eigene Nase packen, ob das wirklich alles war und ob er wirklich alles gegeben hat. Und das werden wir intern sicherlich ansprechen, weil ich glaube, ich sitze jetzt zum dritten oder vierten Mal hier und wir ärgern uns, dass wir Punkte liegen lassen haben. Das ist gegen Bad Vilbel der Fall gewesen, zu Hause. Das war gegen Wald Girmes, wo es eigentlich ein klares 0-0-Spiel war, auch einen Punkt liegen lassen, heute eventuell wieder Punkte liegen lassen. Irgendwann rede ich mich auch dumm und dämlich, dass wir die Fehler abstellen müssen. Und am Ende hoffe ich, dass wir uns dann nicht ärgern, dass es gerade in den Spielen eben der ein oder andere Punkt uns gefehlt hat und wir unnötigerweise die liegen lassen haben. Jetzt. Michael, wir heben selten Spieler raus, doch hätte ich gerne mal einen Satz zu Tim Franz heute. Von Woche zu Woche wird er immer stärker, immer stärker. Heute hat er sich sogar mit dem Tor belohnt. Ja, Tim Franz hat in der Vorbereitung die ersten Wochen sehr gut gespielt, sehr gut trainiert, hatte dann ein bisschen Verletzungsprobleme, Achillesprobleme, hat dann ein paar Mal ausgesetzt, ein paar Tage ausgesetzt, dann wieder trainiert, dann wieder ausgesetzt, kam so nicht richtig in den Rhythmus rein, hat das erste Spiel gegen Dreierch gemacht, auch in der Fünferkette, außen gespielt, allerdings defensiv außen gespielt, hat es dort sehr, sehr gut gemacht, hat es auf seiner angestammten Position, also mir wurde er als Zehner eigentlich angeboten und hat da letztes Jahr auch nur auf der 10 gespielt, gegen Wald Girmes auf der 10 nicht gut gemacht, da kam er nicht wirklich ins Spiel. Ich wollte ihn aber nicht nach einem schlechten Spiel direkt auch wieder draußen lassen. Er hat letzte Woche gegen Baunatal ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, über links offensiv und heute eben wieder über links offensiv. Man sieht, er hat die Qualität, hier bei uns auf jeden Fall zu spielen und er ist sehr engagiert. Er ist wirklich einer, der 90 Minuten plus auch läuft, kämpft. Und trotzdem auch qualitativ eben fußballerische Fähigkeiten hat, die wir eben brauchen. Und freut mich für ihn, dass er natürlich einen Torschuss hat. Ich freue mich auch. Kenne ihn schon ein paar Tage. Fragen seitens der Presse. Herr Bechert. Ihr steigst dann am Spieler, der Torjäger war nicht dabei, ich habe mich kurz erkundigt. Ich muss die Fragen wiederholen, weil wir zweimal live übertragen, deswegen muss ich das wiederholen. Dein Topstanger hat heute gefehlt, was war der Grund? Ja, also wir wussten. Jetzt geht's. Ja, Maja Saklik hat ein Virus und ich hoffe, dass er am Dienstag langsam wieder ins Training einsteigen kann und dann schauen wir, was im Laufe der Woche körperlich mit ihm passiert. Noch Fragen? Mich überragen den zweiten Durchgang, die Nummer 17, Alban Meyer. Sehen Sie es genauso? Ja, ich glaube, im zweiten Durchgang möchte ich eigentlich keinen richtig rausheben. Natürlich ist Alban mit seiner Vergangenheit und mit seiner Klasse in der Liga schon ein wichtiger Spieler für uns, ein Motor auch. Er spielt eigentlich auf der 6, aber ist mehr so ein Achter, der natürlich auch immer wieder mit in die Spitze geht. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, für mich war heute noch überragender Jon Mogge, der auch das Tor gemacht hat.
Klar war es ein katastrophaler Fehlpass, aber was der heute gelaufen ist, da muss man wirklich einen Sonnenlob zollen, auch bei der Hitze heute, auch erste Halbzeit schon. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es schwierig, so eine erste Halbzeit abzuhaken, aus der Halbzeit rauszukommen und sich dann gerade zu machen. Das haben wir aber jetzt mehrmals schon geschafft, in Stadteinlauf im ersten Spiel auch. Aber wir müssen uns mal langsam hinterfragen oder auch die Spieler, weil es kann ja nicht immer am Trainer liegen, nur weil ich in der Halbzeit irgendwas sage, laut werde oder umstelle, dass wir eine Halbzeit richtig katastrophal spielen und die zweite gut. Also das ist immer, ich sage immer, ich habe es dem Fernseher eben auch gesagt, wenn die Mannschaft gewinnt und alles ist toll, dann sind es die Spieler. Wenn irgendwas schief läuft, ist der Trainer. Das kann nicht immer so sein. Ich glaube, wir müssen nochmal als Trainer mal die Mannschaft mehr in die Pflicht nehmen. So finde ich schon. Weil wir sind immer irgendwo die Deppen. Natürlich tragen wir die Verantwortung und wir sind auch Führungskräfte, aber wir sitzen irgendwo in einem Boot und müssen das zusammen machen. Und wenn man so zwei Halbzeiten hat, also man kann mal ein schlechtes Spiel haben und darauf die Woche wieder gut spielen, aber das ist bei uns immer so 45 Minuten gut, 45 Minuten schlecht. Und das ist natürlich schwer zu erklären, finde ich. Und mit der Vita von Albamea kann man nichts anderes erwarten, dass er hier heute auch so eine Leistung abliefert. Also ein Spieler aus so einer Vergangenheit hat eigentlich in der Hessenliga auch nichts zu suchen. Aber Moment, ich habe auch mal Bundesliga gespielt. Ich könnte heute auch hier mitspielen. Also, irgendwann ist man in einem Alter, da geht es nur noch hier und das muss man dann akzeptieren. So, ne? Was mal war, das war. Deswegen ist, wir haben doch immer das Problem mit Hessen-Kassel, mit der Vergangenheit und den Namen. So, das ist ja für die einen vielleicht eine Last. Mich persönlich macht es stolz, die meisten Spieler auch dafür zu spielen oder zu arbeiten. Aber das darf halt nicht zur Last werden. Und manchmal hat man das Gefühl, das ist irgendwo eine Last. So, ne? Und wenn es dann wie heute 0-2 steht, man hat nichts mehr zu verlieren, dann ist egal, wie man heißt, dann geht man raus und will das Spiel drehen. Aber man muss diese Verantwortung haben, wenn man sieht, diese Fans, die da sind. Hanau hat heute auch super Fans gehabt. Da muss man auch den Hut verzollen. Das waren ja beide Fanlager, die ein Hessenliga-Spiel besonders gemacht haben. Aber man muss diese Verantwortung wissen, die man hat. Und so muss man dann auch auftreten. Jeden Tag. Das ist so. Die Wiederholung, du hast heute sehr defensiv selber gestanden, sprich in der Dreierkette, war die Dreierkette auch so geplant? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin nicht aus dem Spielerraum so tief gestanden. Nein, wir wollten schon mit Dreierkette agieren von Anfang an und haben das auch so gemacht. Und wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat es ja auch sehr, sehr gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit natürlich wurde der Druck immer größer und dann gab es viele brenzlige Situationen, aber beide Tore sind jetzt nicht so gefallen, dass die Dreierkette oder irgendwie nur die Abwehr schuld war, sondern es hat woanders angefangen. Und nochmal. Ich habe auch ein Libero. Deswegen ja. Ein Libero nochmal. Ja, eigentlich spiele ich auf 6, aber. Zum Alban Meer auch nochmal oder zu der Vita von Spielern. Ich glaube, wenn Ex-Bundesliga-Spieler oder Spieler, die höherklassig gespielt haben, in so einer Liga spielen, müssen sie es eben auch annehmen. Das ist das Wichtigste an allem. Also wenn ein Spieler, egal was für eine Vita er hat, und er nimmt die Liga nicht an und denkt, er könnte hier Eierschaukeln machen oder irgendwas, dann wird er auch in der Liga nicht auffallen. Weil wir brauchen jetzt die Hessenliga nicht schlecht machen. Das ist die 5. Liga in Deutschland. Also von daher, da spielt man nicht auch einfach nur so mit dem linken Bein. Sondern sind schon auch Spieler, die Qualität haben. Und da muss man schon auch als gestandener Profi trotzdem Gas geben. Und ich spiele selber noch. Und ich glaube, man hat dann auch eine gewisse Vorbildfunktion für die ganze Mannschaft. Und wenn die nicht gegeben ist und die anderen nicht aufschauen können und sagen, hier, da läuft ja nichts oder der gibt kein Gas, der will hier nur ein bisschen, keine Ahnung, noch ein bisschen kicken, ja, dann ist er fehl am Platz. Deswegen, es gibt nicht immer nur positive Beispiele, aber ich glaube, heute hat man es bei Alban gesehen, dass er positive Beispiele ist und es gibt noch einige andere in der Liga. Und einen davon haben wir heute vor dem Spiel auch schon verabschiedet. Nur das am Rande. Noch Fragen seitens der Presse? Von niemand? Dann bleiben wir nur noch die Ergebnisse des heutigen Spieltags. Der FSV Fernwald unterliegt dem FV Bad Vilbel 0-3. Tustin Kirchen gewinnt gegen Hessen Dreieich 3-2. Barockstadt Fulda lässt die ersten Punkte liegen gegen Rot-Weiß Hadamann 2-2. Viktoria Griesheim unterliegt Eintracht Stadtallendorf 0-4 und gesehen Hanau gegen Hessen Kassel 2-2. Nächster Spieltag, schönes Derby im Baunatal. Erzähl uns mal was dazu, Dietmar. Gibt es wieder 6.000 Zuschauer? Ich kann da nicht so viel zu sagen. Also es ist mein erstes Derby. Ich bin ja noch nicht so lange in Kassel und
Vielleicht ist es für mich ganz gut, dass ich die Emotionen da rauslassen kann. Ich hoffe, dass wir das vernünftig in vernünftige Bahnen bekommen. Also die Spieler, die Jungs kennen sich ja untereinander, das sind 10 Kilometer oder so ungefähr. Und ja, wir müssen jetzt erstmal das Spiel aufarbeiten und dann gucken wir Richtung Derby. Also von daher, wir haben noch ein paar Tage zum Aufarbeiten. Michael, wir haben das Wiedersehen gegen den Mitaufsteiger TuS Dietkirchen zu Hause, 4. Heimspiel am Stück. Was erhoffst du dir aus diesem Spiel? Schließlich haben die ja sogar 3-2 gegen 3-1 gewonnen heute. Ich erhoffe mir immer 3 Punkte. ich glaube, dass sie bewiesen haben, dass sie auch dieses Jahr eine gute Rolle spielen. Ich glaube, die haben mittlerweile 10 Punkte, sind offensiv vor allen Dingen stark, also haben viele Tore geschossen. Erwartet uns wieder ein heißer Kampf, heißer Ritt, ähnlich wie es, glaube ich, in der Relegation war, mit dem Unterschied, dass wir natürlich von der ersten Minute an alles wieder abrufen werden und versuchen werden, natürlich die 3 Punkte bei uns zu behalten. Zuletzt die Tabelle. Der KSV Hessen-Kassel verbessert sich auf Platz 8. Hannover 93 bleibt mit 7 Punkten auf Platz 12 stehen. Dietmar, herzlichen Dank für deinen Besuch hier. Punkte darfst du auch mit nach Hause nehmen. Zwar nicht die gewünschte Zahl, aber wenigstens eine. Jetzt weißt du wenigstens, wo Hanau ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier warst. Alles Gute für den Heimreise. Letzte Woche war ich drüben. Letzte Woche? Ach so, hast du geschaut. Ach so, okay. Anderer Platz da drüben, genau. Nochmals, gute Heimreise. Viel Erfolg weiterhin für die Runde. Wir sehen uns in der Rückrunde im Ausstadion. Michael, toi, toi, toi für die nächste Heimpremiere. Vielleicht für die 3 Punkte, wenn es klappt. Eben tschüss.